500 Jahre Reformation mit einem Festgottesdienst in der Mainzer Christuskirche ist die evangelische Kirche in Hessen und Nassau am Abend in das Jubiläumsjahr gestartet. Prominenter Gast Dennis Scheck, der Buchkritiker und Fernsehmoderator, ist bekannt von Sendungen wie Druckfrisch im Ersten oder Lesenswert beim SWR. Dennis Scheck ist sowas wie der Literatur-TÜV im Fernsehen. Passend zur Reformation hat er sich natürlich mit der neuen Lutherbibel beschäftigt. Luther als Sprachinnovator ist nicht zu unterschätzen. Wir verdanken ihm die Perle, die man vor die Säue wirft. Wir verdanken ihm Redewendungen wie ein Herz und eine Seele. Wir verdanken ihm das Schandmaul. Luther ist eine ganz gewaltige sprachliche, innovatorische Kraft und hat, denken Sie nur mal an die Figur des übersetzenden Faust im Nationaldrama von Goethe, hat da Spuren hinterlassen, sozusagen die kulturelle DNA unseres Landes bis heute geprägt. Ein Mann, der es wissen muss, Dennis Scheck ist zum Beispiel mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Martin Luther hatte die Bibel auf der Wartburg ins Deutsche übersetzt. Jeder sollte sie lesen und verstehen können. Wie Luther damals vor 499 Jahren Gott für sich neu entdeckt hat, war auch Thema der Predigt von Kirchenpräsident Volker Jung beim Festgottesdienst in Mainz. In diesem Jahr besonders akzentuieren will ich die Botschaft Gott neu entdecken. Martin Luther hat es ja gewissermaßen geschafft, mit seinen Ängsten, die ihn ganz persönlich bewegt haben, fertig zu werden. Die waren nicht weg, aber im Glauben hat er gelernt, auch seiner Angst etwas entgegenzusetzen. Und deshalb ist schon die Botschaft, denk drüber nach, was spielt sich tief in dir ab, wo sitzen deine Ängste, und frage, lässt sich aus dieser Erkenntnis Martin Luther auch etwas für mich ableiten? Hilfe zum Leben, Hilfe gegen Angst. Mit dem Festakt an diesem Abend beginnen auch die Feiern zum Reformationsjubiläum in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Vor fast 500 Jahren hat Luther mit seinen 95 Thesen die Reformation ausgelöst. Daran erinnert die Kirche, zum Beispiel mit einem Luther-Pilgerweg von Worms nach Eisenach bis zur Wartburg oder mit einem eigenen Kabarettprogramm. Wo Glaube ist, da ist auch Lachen.